Wenn ihr noch günstige FIFA-Coins zum Team of the Season braucht, checkt mal gerne meinen Sponsor IGFold aus. Der Link ist natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr noch 8% sparen wollt, gebt einfach bei der Bestellung den Rabattcode FIFAGAMING ein. Außerdem könnt ihr noch gerne meinen Shop auschecken für die neuen Nice Hoodies, T-Shirts, Handyhüllen, Sweater und vieles mehr. Link ist natürlich auch wie immer oben in der Videobeschreibung. Außerdem gibt es gerade zu jeder Bestellung eine gratis Autogrammkarte von mir persönlich unterschrieben dazu. Also gerne abchecken. Was geht los und herzlich willkommen zu einer neuen Footrough Challenge hier auf meinem Kanal. Heute versuchen wir das volle blaue Team, ja, das heißt Team of the Seasons, Team of the Year, Foot Birthday und so weiter und so fort. Hauptsache 11 blaue Spieler am Ende in einem Team. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da, wenn euch die Challenge gefällt. Schreibt mal gerne in die Kommentare, mit welchen Farben wollt ihr es auch noch sehen oder mit welchen Karten. Vielleicht ein volles Inform-Team, volles Icon-Team. Unmöglich, ey. Was weiß ich. Ab in die Kommentare, Leute. Und falls ihr nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren. Wie immer, checkt noch gerne meinen Shop aus. Ihr wisst Bescheid, Link ist oben in der Beschreibung. Ihr kennt das Ganze doch. Oder würde ich sagen, starten wir direkt ins Video, Leute, oder? Falls ihr nicht abonniert habt, wisst ihr, Glocke aktivieren, seid ihr am Start und dann kommen wir direkt ins Video. Let's go! Wir nehmen heute mal die 5-3-2 mit. Habe ich echt nicht so oft gehabt. Ihr kennt es, Suarez, Costa, Gareth Bale ist auch noch am Start. Wir hätten hier die erste pinke Karte, ne, mit Suarez, 98er. Boah, geile Karte, kann man mal machen, Leute. Icon wäre auch am Start. Ich würde sagen, Luis Suarez, Leute, vielleicht schaffen wir jetzt das volle pinke Team. Ich warte ja immer noch drauf, Leute, dass ich es irgendwann mal schaffe, aber boah, diese Challenge ist, glaube ich, einfach zu schwer, Mann. Die ist echt zu schwer. Hier hätte Valencia kommen können. Kommt natürlich nicht, aber wir haben Cancelo als Transferkarte. Damit hätten wir die erste Transferkarte. Sergio Roberto wäre für die Chemie gar nicht so schlecht. Wir nehmen aber mal Cancelo mit als Transferkarte. Vielleicht haben wir das volle Transferteam. Mal gucken. ZM, weiter geht's mit diesen Spielern. Milinkovic, Thomas. Ey, der ist gewechselt, glaube ich. Zu PSV Eindhoven. Ja, der ist gewechselt. Sollen wir den mitnehmen? Alter, 58 schießen, was ist das denn? Oder Milinkovic. Der würde sogar natürlich noch hier Cancelo linken, ne? Aber hiermit hätten wir die nächste Transferkarte. Aber ich will auch nicht so komische Transferkarten haben. Also wir nehmen ja Milinkovic mit 88er. Let's go. Weiter geht's auf den Verteidigerposition mit diesen Spielern. Bonucci haben wir am Start. Allerdings noch als AC Mailand-Version, als Once-to-Watch. Wird höchstwahrscheinlich dann in FIFA 19 auch wieder eine Once-to-Watch bekommen. Wir haben Azpilicueta als Team of the Season. Und ich glaube, dieser Van Damme ist gewechselt. Ne? Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich will hier, wenn ich Transferkarten haben will, dann auch die Top-Transfers. Ja, weiter geht's. Okay, ja, eine pinke Karte bislang, also läuft nicht ganz so gut. Ne? De Gea haben wir am Start, Team of the Season, zweite Team of the Season-Card. Oh, wir haben Reyna hier als Transfer. Aber wir nehmen mal De Gea mit, come on. Zweite Team of the Season-Card, vielleicht bauen wir jetzt hier das volle Tots-Team. Könnte ja auch sein, ne? Was soll's? Linksverteidiger, komm, nochmal eine Pinke jetzt. Bitte. Hau nochmal das Pinkes raus. Gareth Bale. Das gibt's doch nicht. Was soll die Scheiße? Das kann doch ja ernst sein. Wir nehmen Bale mit, würde ich sagen. Wir haben auch keine Transferkarte. Ihr wisst es, Leute, wie immer. Checkt noch gerne meinen Shop aus. Falls ihr Bock habt auf die Camouflage-Sachen, gibt es. Ihr wisst es, in Blau, in Rot, in Grün und in Grau, Leute. Als T-Shirt und als Pullover ab jetzt in meinem Shop. Link ist wie immer ganz oben in der Videobeschreibung als erstes verlinkt. Gratis Autogrammkarte gibt es auch wie immer zu jeder Bestellung dazu. Und ab 35 Euro Bestellwert, ihr wisst es, gibt es die blaue Camouflage-Nice-Tasse. Gratis zu jeder Bestellung dazu. Ja, also gerne abchecken. Danke an jeden, der mich da mit dem Kauf unterstützt. Ihr seid die Besten. Wir machen weiter mit Innenverteidiger. Ja, komm. Also, es läuft nicht ganz so nach Plan, aber dritte Totzkarte. Okay, das ist fresh. Dritter Team of the Season, Leute. Könnte hier das volle blaue Team werden. Problem ist nur, wir haben Milinkovic und halt Luis Suarez jetzt beide schon als normale Version mitgenommen, ne? Was heißt als normale? Als andere Special-Version. Das heißt, wir können da natürlich nicht mehr, ja, die Karten als Tots bekommen, ne? Ist halt ein bisschen bitter, muss ich sagen. Was war das denn jetzt schon wieder, ey? Ich glaube, der hier ist gewechselt, Simoes. Ich glaube, der hier ist auch gewechselt, Veretout. Wir nehmen mal Veretout mit, higher rated. Okay, komm, dritter Verteidiger auch noch ein Tots. Jawohl, Benatia, Piqué und Godin. Da haben wir die zweite Pinke. Okay, Pink wäre am Start. Udin gibt es natürlich auch als blaue, als Topskarte. Aber wir hätten jetzt mit Piqué die vierte Team of the Season Karte. Müssen wir eigentlich mitnehmen. Oder halt Benatia. Benatia wäre sogar noch besser, ne? Obwohl, Piqué wäre auch nicht schlecht. Aber Benatia würde halt Cancelo und so legen. Aber wir nehmen mal Piqué mit, okay? So, vier Totskarten sind. Come on, jetzt noch die nächste im zentralen Mittelfeld. Natürlich nicht, Alter. Grüße gehen raus an João Martinho und an Gonzalo Castro. Beides Transferkarten, beide dasselbe Rating. Von daher egal.
Wir nehmen mal João Moutinho mit. Können wir hinten eventuell noch gleich, oder vielleicht, wenn wir im Sturm jetzt noch Cristiano Ronaldo bekommen, könnten wir den natürlich dementsprechend linken. Wir haben ja Cavani als 90er, geile Sache. Immobile natürlich auch nicht als Tots. Adoris können wir mitnehmen. Das war scheiße. Adoris nehmen wir mit. Okay, 91er Wertung, 4 Tots-Karten. Ah ja. Geht besser, Leute. Oh, Harry Kane. Okay, die zweite Pinke hätten wir vielleicht doch besser gut mitgenommen. Scheiße, man. Hinterher weiß man es immer besser. Naja, okay. Wir haben jetzt die zweite Pinke am Start. 4 Tots-Karten. Wird schwer jetzt hier noch irgendwie ein volles Team rauszuknallen. Oh, Ronaldo. Okay, damit hätten wir Ronaldo Team of the Year. Ist natürlich keine Tots-Karte. Gibt es auch als Tots, ihr wisst es. Aber damit hätten wir die nächste blaue Karte. Und zwar die 5. blaue Karte. Nehmen wir mit Ronaldo Team of the Year. Klare Sache. Zack, kommt erstmal hier hin. Bringt natürlich in Sachen Chemie jetzt nicht ganz so viel. Das heißt, 5 blaue Karten sind am Start. Boah, es wird noch schwer. Alexandro, Marco Reus und... zählt ja auch als blau, den haben wir eigentlich immer als pink zählen lassen, ne? Aber der ist auch größtenteils blau, Mann. Der ist auch ein bisschen grün, Mann. Der hat alles am Start. Reus, warum kommt der nicht als Tots? Wir nehmen Alexandro mit. Wie sieht das denn aus, wenn er als kleine Karte am Start ist? Ja, komm, der zählt als blaue, Mann. Er zählt als blaue und als pinke, ganz ehrlich. Da ist pink und blau drin. Der zählt beides, ja, ganz ehrlich. Okay, so. Wir haben jetzt... ah, warte mal, ich habe die ganze Zeit vergessen, hier, Foot Birthday von Bale mitzuzählen. Der hat ja auch eine blaue Karte. 3, 6, 7. Okay, 7 blaue sind am Start. Wenn jetzt die 8. kommt, könnte das noch das volle blaue Team werden. Let's go, come on. Son ist am Start. Zack, kommt hier hin. Das heißt, 8 jetzt. 3 Stück fehlen noch. Also nur die beiden Stürmer und Milinkovic müssen wir austauschen. Dann haben wir das volle blaue Team. Und wir sind sogar auf einer 94er Wertung. Alter, heftig. Hätte ich nicht mitgerechnet, dass die Bewertung so hoch ist. Oh, Pjanic. 9. blaue Karte. Let's go, come on. Ey, es fehlt noch eine Karte jetzt. Nee, Quatsch. 2 fehlen noch. 2. 2 Karten fehlen noch. Die beiden Stürmer. Wir brauchen noch 2 blaue Karten. Entweder Tots, Team of the Year, Foot Birthday. Was gibt's noch? Team of the Tournament haben wir zum Beispiel gar nicht. Neymar, der kommt eigentlich immer einmal. Oh, der könnte wieder gut werden. Ja, oder auch nicht. Ey, Mann, ey, Oblak. Warum konnte es nicht als Tots kommen? Ich verstehe es nicht. Ey, scheiße, Mann. Okay, Gündogan. Ey, wenn wir jetzt gleich eine Karte... ich sag's euch, wir werden gleich wieder eine Karte zu wenig haben. Ja, boah, Messi! Als Stürmer, let's go! 98er! Team of the Season Messi. Kann man mal machen, kommen wir auf eine 95 Bewertung. Warte mal, ich stell mal ganz kurz Kane für Alexandro rein. Da haben wir ein volles 90er Plus Team. Auch heftig. Kann man beides mal machen. Boah, 95! Let's go, Leute, come on! 95er Bewertung und... wir könnten hier ein blaues oder ein komplett blaues Team schaffen. Und wir haben eine 95er Wertung. Was will noch mehr, Leute? Ganz ehrlich. Vielleicht kommen wir noch 96 hoch. Das wird, glaube ich, nichts mehr. Komm, komm, wenigstens. Oh, Tauber! 95er Tauber! Ey, wir könnten auf 96 hochkommen. Warte mal. Wer ist der Schwächste? Bale. Boah, ist das bitter, Mann. Bale ist die schwächste Karte hier. Wir kommen nicht auf 96. Ah, oh, bitter. Ey, 96 ist so verdammt schwer, ne? Es ist so krass schwer, eine 96er Bewertung zu bekommen. Okay, Chemie ist natürlich ganz auf einem anderen Planeten momentan unterwegs mit 57. Aber scheiß mal drauf, Mann. Wir sind auf einer 95er Wertung. Wenn wir jetzt noch, ja, ich sag mal, 3 oder 4 ganz solide Spieler bekommen, könnten wir vielleicht, der könnte wieder gut werden, könnten wir vielleicht noch hochgehen. Boah, Griezmann, ey, das ist bitter. Das ist bitter. Ich meine, okay, ich bin zufrieden. 89er Griezmann ist ja nicht schlecht, ne? Aber... den gibt es als viel, viel bessere Version. Wir hätten den als Tots bekommen können. Vielleicht sogar als 98er, als pinke Karte. Ist noch runter auf 94? What? Tots Griezmann? Oh mein Gott, das ist bitter. Okay, wir sind runter auf 94. Scheiße, man, wir waren noch 95 zwischenzeitlich. Ich habe hier echt damit gerechnet, dass es jetzt das volle... dass es hier das 96er-Team wird. Hier. Wenigstens, dass wir uns auf 96 halten können. Ich meine, 100 Chemie ist da eh nicht möglich, aber... ach du Scheiße! Ich kack mir in die Hose! Das gibt's doch nicht! Hey, ja, 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 Reichel, ey. Grüße gehen raus an Reichel. Weiter geht's mit... oh, Jordi Alba, okay. Das heißt, wir haben Jordi Alba am Start, nehmen wir mit. Das heißt, wir hätten immerhin, wenn wir alles wieder reinstellen würden, wenigstens das volle blaue Team, ja. Aber bitte, man, wir waren zwischenzeitlich. Wir hätten auf 96 kommen können, ey. Das ist echt bitter. Warte mal, Alexander fehlt noch. So. Zack, dann haben wir hier ein volles Blaues. Ist zwar fresh, aber. Ist halt trotzdem bitter, ne?
Wir hätten es packen können. Wir sind sogar, auf 94. Mal schauen, wahrscheinlich werden wir sogar runtergehen auf 93, wenn jetzt der Torwart relativ schlecht ist. Obwohl, er könnte gut werden. Boah, Courtois, 94er. Okay, nice. Also, das heißt, dann könnten wir jetzt sogar noch, für die Leute, die jetzt sagen, Alexandro zählt nicht mit, könnten wir jetzt Alexandro noch austauschen. Dann hätten wir auch so das volle blaue Team. Und ja, leider kein 96er. Schade, Mann. Echt schade. Wir hätten es echt packen können, Mann. Leider nicht geschafft, aber trotzdem geiles Team, Mann. 94er Team am Ende. Ist in Ordnung, Alter. 94er Team geht klar. Zack, wir stellen immer noch hier rüber. Es bringt auch nichts. Wir machen noch kurz den Manager. Also Chemie ist natürlich, ja, lasst die Chemie einfach außen weg. Das ist natürlich Todesblock, Leute. Das war's von diesem Video. Lasst ein Like, lasst ein Abo da. Wenn es euch gefallen hat, falls ihr nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren. Ihr wisst Bescheid. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr jetzt noch gerne meinen Shop auschecken. Für die Camouflage-Sachen in Blau, in Rot, in Grün und in Grau. Ja, gibt's in allen vier Farben als T-Shirt und auch als Pullover. Ihr wisst es, Link zu meinem Shop ist wie immer ganz oben. Als erstes natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Also gerne abchecken. Wie immer zu jeder Bestellung gibt es eine gratis Autogrammkarte von mir persönlich unterschrieben dazu. Und ab 35 Euro Bestellwert gibt es die blaue Camouflage Nice Tasse gratis zu jeder Bestellung dazu. Limitiert, nur solange der Vorrat reicht. Also checkt gerne aus. Dann kann jeden, der mich damit mit dem Kauf unterstützt. Wir sehen uns morgen wieder, Leute. Macht's gut, euer Rein und ciao.